Hallo ihr Lieben, heute bekommt ihr ein ganz spezielles Video und zwar die Geschenke meiner Tochter Liana, die morgen 5 Jahre alt wird. Es sind viele Geschenke, aber es ist nicht nur von uns bezahlt. Wir haben die ganze Familie mit einbezogen. Bei uns ist das immer so, wahrscheinlich bei euch auch, dass man gefragt wird, was wünscht sich denn das Kind, was hat es schon? Und bei uns machen wir das jetzt immer so, dass wir als Eltern einfach alles bestellen, meistens. Und dann eben sagen, ihr dürft das übernehmen, ihr dürft das übernehmen. Und so ist es jetzt. Hier sind die Geschenke dabei von meinen Geschwistern, von Oma und Opa, von Andres Eltern. Die haben gestern auch gefragt, habe ich dann auch noch last minute was bestellt. Und damit fange ich jetzt auch an. Hasbro hat uns wieder ganz tolle Spiele zugeschickt. Und ich habe überlegt, bei Kooperationen überlege ich so oft, schenke ich das den Kindern jetzt einfach zwischendurch oder zu einem besonderen Anlass. Und jetzt hat es einfach richtig gut gepasst, dass sie das am Geburtstag bekommen. Und das bekommen sie gemeinsam, Liana und Ben. Und Hasbro kennen wir schon lange und haben ganz viele Gesellschaftsspiele von denen und lieben diese Spiele. Zum Beispiel Junior Monopoly. Dann haben die Kinder so ein Nilpferd-Spiel, wo man dem Nilpferd so eine Wassermelone in den Mund reinschießen muss. Und diesmal wurden wir wieder überrascht von Hasbro mit, oh, ist das groß, mit diesem Päckchen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, wir machen das jetzt gemeinsam. Hasbro Gaming. Wunderbare Gesellschaftsspiele. Oh, ist es da noch zugeklebt? Müssen wir mal ein bisschen Platz machen. Hopp. Dass ihr das auch noch mal im Ganzen seht. Und jetzt gucken wir gemeinsam rein. Na? Oh, wow. Oh, ich sehe schon was sie lieben wird. Kriegt mich besser auf. Also, wir haben Bühne frei für die Besten von Hasbro Gaming. Ah, das sind sogar die Besten. Ich kenne, glaube ich, fast alle. Aber das da wird das Riesenhighlight für Liana. Ich glaube, das kennt auch jeder. Twister, linke Hand auf Rot, rechter Fuß auf Grün, liebt sie. Wir haben aber dieses Spiel noch nicht, sondern haben es immer so ein bisschen improvisiert. Wir haben so einen Farbensteckturm und da habe ich immer diese Teile auf den Boden gelegt und dann das Twister-Spiel gemacht. Das ist natürlich jetzt mega, dass wir das haben und ich weiß, dass wir jetzt morgen früh gleich spielen wollen. Super toll, auch Ben kann das schon, haben wir auch schon geübt. Eigentlich steht hier ab 6, aber Ben macht das schon ganz schlau. Ich muss ihm nur rechts und links noch ein bisschen zeigen und dann macht er das auch echt gut. Dieses Spiel kennt, glaube ich, auch jeder. Jenga, der Turm. Und da ist Lianchen auch echt richtig gut drin. Und macht das ganz vorsichtig und schafft das auch echt ein paar Schritte, bevor dann der Turm umfällt und wird da immer besser. Also da wird sie sich auch riesig drüber freuen. Dann haben wir Looping Louie. Und das ist wieder so ein Spiel. Ah, das ist genial. Passt auf. Und da hat man, ich hoffe, ihr seht es, wenn ich mache, was nachher noch mal ein bisschen näher. Ich werde das aber auch auf Instagram und bestimmt YouTube mal spielen mit euch. Hier sieht man, dass dieser Flieger durchfliegen muss und man muss dann immer den Flieger praktisch hochschießen und hat hier so ein kleines Katapult. Auch was, was den Kindern ganz sicher super viel Spaß machen wird. Und dann haben wir noch Dr. Bibber. Das ist auch ein Spiel, das, glaube ich, sehr bekannt ist, ne? Wo man dann solche Doktorspielchen, an dem da machen muss. Drück auf die Nase. Wow, vibriert. Sehr cool. Also vielen Dank an Hasbro. Das sind super Spiele, die wir toll unter den Kindern aufteilen können, beziehungsweise die Kinder zusammenspielen können. Und ja, das ist natürlich genial. Ich überlege, ob ich das nicht einfach in dieser wunderschönen Kiste drin lasse. Ja, ich lasse das in der Kiste drin, weil die Kiste so schön ist. Und pack die ganze Kiste ein. Und dann haben sie nämlich gleich 4 Geschenke, die sie gemeinsam nutzen können. Also toll. Schaut gerne mal bei Hasbro durch. Ich verlinke euch die Spiele auch in der Infobox.
falls ihr auch noch ein neues Gesellschaftsspiel sucht. Gesellschaftsspiele sind halt einfach toll. Gerade jetzt im Alter von 5, 6 fängt das an, dass man so richtig mit den Kindern so Gesellschaftsspiele spielen kann. Und vielen Eltern fällt das ja schwer, so mit den Rollenspielen und so, ne? Da sind Brettspiele was ganz Tolles. Also ja, werde ich es gleich komplett verpacken. Ich weiß jetzt gar nicht, was in welchem Karton drin ist und werde einfach weiter jeden Karton schnappen und euch den zeigen. Den hier oben, der ist ganz neu, weil da das Geschenk drin ist, was Andres Eltern übernehmen werden. Und zwar ist das eine kleine Kamera. Liana macht unglaublich gerne Fotos, aber vloggt auch schon so ein bisschen. Ist normal, wenn es die Mama den ganzen Tag macht, dann guckt das Kind sich das ab. Und das ist so eine wirklich ganz kleine Mini-Kamera, auch mit Umhängebändel, dass man die nicht kaputt macht. Ganz einfach zu bedienen, in so einem Silikon-Case drin, dass er auch nicht kaputt gehen kann. Und ich glaube, das ist echt cool, vor allem, weil sie halt oft fragt, ob sie meine Kamera kriegt, ne? Und bei unseren Kameras, die ja wirklich wir zum Arbeiten benötigen und die halt auch teuer sind, haben wir gedacht, ist das eine süße Idee. Und da freuen wir uns, dass Andres Eltern das übernehmen und ihr schenken. Die werde ich jetzt auch gleich verpacken. Genau, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier drin? Ah ja, Liantin ist sehr kreativ. Und da habe ich einige Sachen bestellt. Ist da noch was drin? Nee. Wo sie ihre Kreativität ausleben kann. Zum Beispiel Malen nach Zahlen ist etwas, was sie stundenlang machen kann. Und wir hatten immer einfach so normale Malen nach Zahlen, entweder kostenlos im Internet ausgedruckt oder Malbücher. Und beim 5. Geburtstag, auch wenn hier 7 draufsteht, eigentlich ab 7, habe ich gedacht, probieren wir das einfach mal, weil wir hier mit Pinsel und Farbe kleinere, also hier das Motiv Reh, aber es sind sehr kleine Fächer, die man anmalen muss. Aber Liana malt echt schon so schön und präzise, dass ich gedacht habe, das versuchen wir einfach mal. Vielleicht auch gemeinsam. Auf jeden Fall ist das wirklich Malen nach Zahlen mit echter Farbe. Dann habe ich das XXL Vorschulbuch 5-in-1. Ihr wisst ja, wir sind kitafrei und ich mache sehr viele Vorschulblätter mit Lianchen im Morgenkreis. Wir haben die wundervolle Vorschule von Wundergarten als Unterstützung, wo man auch ganz viele kreative Dinge bekommt, aber vor allem auch Achtsamkeit mitgegeben bekommt. Affirmationen, die Kinder einfach, ist ein wundervolles Programm. Ich kann es euch auch mal verlinken in der Infobox. Und weil wir das so viel machen und auch mit Sofatutor, Sofatutor ist ein Online-Programm, da haben wir eine App, wo sie auch Aufgaben macht und das macht sie einfach alles so freiwillig und so schön und so gerne, habe ich gedacht, kaufe ich ihr noch ein Buch und da steht jetzt das XXL Vorschulbuch und da sind Schwungübungen drin und Zahlen nachmalen, Buchstaben nachmalen, Malen nach Zahlen ist auch drin. Hier, wo man die Buchstaben üben kann. Also ein richtig dickes Vorschulbuch habe ich super gerne dabei, wenn wir unterwegs sind, zum Beispiel im Restaurant oder irgendwo warten müssen. Ne? Dann habe ich immer was im Rucksack, wo ich die Kinder beschäftigen kann, dass sie nicht nur Handy und iPad in die Hand kriegen. Habe ich da immer gerne was dabei. Auch für die Kreativität, das haben sie neulich mal mit Oma gemacht. Die Oma hat mit ihnen gemalt, Wasserfarben, und hat dann mit einem Röhrchen die Wasserfarben so angepustet und dann kamen so tolle Bilder raus. Und da hat mir dann eine Zuschauerin den Tipp gegeben, kennst du diese Airbrush-Stifte? Und die Stifte sind wirklich so gemacht, dass man hinten in den Stift reinpustet. Habe ich gedacht, das passt auch gut zu Lianchen und kann sie dann mal ausprobieren. So, wo geht's weiter? Hier. Ah ja, okay. Das ist jetzt eins der größeren Geschenke, also nicht vom Preis, aber einfach, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie gefühlt ein größeres Geschenk. Und zwar hat André sich ja eine Drohne gekauft. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass da auch schon viele Diskussionen waren, Papa, ich will auch mal eine Drohne fliegen. Und die Drohne aber über, ich glaube, 1500 oder 2000 Euro kostet. Und das ja so eine richtig professionelle Drohne ist. Und ich zu anderen gesagt habe, lass uns das nicht anfangen, dass wir ihnen die Drohne in die Hand geben, weil das einfach blöd wäre, wenn mit der Drohne was passiert. Also liegt es nahe, dass wir Lianchen eine kleine Kinderdrohne gekauft haben.
Und zwar ist das die, die hat, glaube ich, ungefähr 35 oder 40 Euro gekostet. Das ist wirklich so eine kleine Mini-Drohne mit einer Mini-Fernbedienung. Dann hat sie ihre eigene Drohne, wo sie ein bisschen mit rumfliegen kann. Genau. Wahrscheinlich will auch Ben dann sofort, aber das können die bestimmt unter sich klären. Ich weiß gar nicht, ob die auch filmt oder ob die einfach nur zum Fliegen ist. Muss André dann rausfinden. Andres Job. Genau. Und das andere zeige ich nachher, weil das andere ist für Ben. Ihr wisst ja, wir machen immer auch Geschwistergeschenke. Aber ich zeige euch jetzt erstmal alles von Lianchen. Was haben wir hier? Das hat meine Mami gebeten, dass ich das bestelle. Allerdings habe ich wieder nur auf die Optik geschaut, was mir am besten gefällt, und habe erst bei Ankunft gemerkt, dass das auf Englisch ist. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil ihr wisst, wir sind sehr international. Wir haben auch viele Freunde, mit denen wir nur Englisch reden. Zum Beispiel Uncle Chris, der Chris aus Schottland. Mit dem sprechen wir ja nur Englisch. Und meine Mama hat gesagt, so eine Tafel fände sie super für Liana, wo man die Uhrzeit sieht, wo man den Wochentag sieht, wo man das Datum einstellen kann, welches Wetter man hat. Ich packe sie mal aus, dass ihr die richtig seht. Ja, aber natürlich hat meine Mama das, ne, wahrscheinlich als Deutsch, logisch, wir leben in Deutschland, gedacht. Und das muss ich jetzt heute noch beichten, dass das auf Englisch ist. Und dann müssen wir mal zusammen überlegen. Aber wir wollen ja auch, dass Liana Englisch lernt, ne? Eben weil wir so international sind und weil wir viel reisen und weil wir unterwegs sind. Deswegen glaube ich, finde ich das gar nicht schlecht. Das meiste, ich meine, Uhrzeit ist ja klar, es sind Zahlen, keine Sprache. Aber hier zum Beispiel stehen die Monate und die Wochentage und die Jahreszeiten in Englisch. Und hier kann man dann mit diesem Elefant zeigen, okay, jetzt haben wir März, wir haben 12 Uhr, wir haben heute wunderschönen Sonnenschein, wir haben heute Sonntag und wir haben den 27. Da muss man den Igel hier so runterdrehen, den 27. Und das ist Frühling. Und so wäre das dann eingestellt. Ich fand die einfach so süß vom Design her, dass ich gar nicht auf die Sprache geachtet habe. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch okay in Englisch. Das wollte meine Mami übernehmen. Das war die Idee meiner Mama. Und sie haben noch ein zweites Geschenk. Mal gucken, ob es hier drin ist. Ja. Hier ist jetzt einiges drin. Das Geschenk meiner Eltern ganz unten, also zeige ich es euch gleich. Ich fange mal noch mit anderen Dingen an, die wir ausgesucht haben. Hier müssten insgesamt 3 Bücher davon drin sein. Liana feiert diese Bücher wie keine anderen Bücher. Wir haben ihr das erste, glaube ich, zu Weihnachten geschenkt, Ich finde was. Und das ist jetzt sogar ein dickes, ein Doppelband. Und ungelogen jeden Tag, mindestens 2-3 Mal, möchte sie dieses Buch anschauen und die Sachen suchen. Aber wenn man die gesucht hat und schon gefunden hat, geht es ja schneller. Und deswegen hat sie gesagt, wünscht sie sich, das war übrigens ihr einziger ausgesprochener Wunsch für den Geburtstag, diese Bücher. Ich finde was. Das ist echt ein Riesentipp, also gerade in dem Alter. Wir machen auch immer, wenn Bändchen eingeschlafen ist, dann, das ist so unser Ritual, noch 2-3 Seiten im Suchbuch. Male nach Zahlen habe ich euch schon verraten, dass sie das sehr gerne macht. Deswegen hier nochmal ein extra kleines Male nach Zahlen, vielleicht auch für unterwegs wieder. Das da kenne ich noch gar nicht so richtig, habe es aber bei einer anderen Influencerin gesehen und fand das so cool. Und zwar ist das ein Magnetstift und mit dem Magnetstift muss man seine Farbe, glaube ich, die man sich selber eben vorher aussucht, sammeln. Aber alle liegen beieinander und das ist dann gar nicht so einfach, mit diesem Magnetstift die aufzupicken. Ist ab 6 ist ein Spiel, was man eben gemeinsam machen kann, als Familie oder ne, unter Freunden. Und das hat mich sehr angesprochen, das Spiel. Deswegen kam das mit. Dann, was Lianchen auch total super findet und wo ich auch überlegt habe, ob wir das nicht zur Kinderparty mittags mitnehmen, sind Glitzer-Tattoos. Ich habe ja vor den Kindern,
als ich Künstlerin war und zwischendurch nicht Bühnenjobs hatte, immer mal wieder Kinderschminke im Europapark gemacht. Und da haben wir auch immer Glitzer-Tattoos und eben wunderschöne Kinderschminke gemacht. Und ja, da fährt Liana voll drauf ab. Und da kann ich dann morgen Glitzer-Tattoos machen. Dann... Ah, das war ein Doppelset. Oder ist das gleich? Ist das... Nee. Gerade gedacht, das ist zweimal das gleiche. Sieht so aus. Huch. Nee, die Perlen sehen ein bisschen anders aus. Ich glaube, es ist ein Doppelset. Und zwar ist das ein Perlenset, wo man Armbänder und Ketten draus machen kann. Und wenn ich jetzt sehe, was ich hier wieder alles bestellt habe, überlege ich gerade, ob ich nicht 1, 2, 3, 4 Sachen für Ostern wegnehme. Weil Ostern auch vor der Tür steht und das schon wieder ganz schön viel hier wird. Das da haben wir auf Madeira, wollte ich gerade sagen, nee, in Lagos gesehen, in einem wunderschönen Laden. Und Bändchen und Liana sind nicht mehr weg von diesem Spiel. Und wir hatten aber eh schon Übergepäck in Portugal. Deswegen habe ich das dann gleich im Internet gesucht und mir gemerkt, wie das heißt, und bestellt. Und zwar ist das von Melissa und Doe. Das ist eine Firma oder ein vielleicht auch eine Familie, ein kleines Familienunternehmen. Und die machen wunderschöne Sachen aus Holz. Und da habe ich 2 Dinge bestellt. Einmal für Ben und einmal für Liana. Boah, geschnitten. Blutig? Bisschen. Oh, ich krieg's gar nicht raus. Gibt's doch nicht. Okay, ist nochmal verschweißt. Das möchte ich für Ben und das andere für Liana, weil das ist ein bisschen einfacher. Und zwar gehen hier kleine Türen auf und hinter den Türen sind Tiere, die man auch nochmal rausmachen kann. Und da standen die in diesem Geschäft in Lagos und haben die ganze Zeit die Türen aufgemacht und das zu zweit gemacht. Und dann, oh, schau mal, hier ist das Pferd, oh, schau mal, da ist das Schaf. Bring es wieder nach Hause, jetzt ist Abend, jetzt muss es ins Bett gehen. Und das haben sie so süß gemacht und das ging so lang, dass ich gedacht habe, oh, das ist echt cool für Ben. Das ist halt wie ein Puzzle, aber mit Türchen, mit so Scharnieren, die man öffnen kann. Und das habe ich gesehen, habe es bestellt und dann, ne, so wie es im Internet immer ist, war noch von der gleichen Firma eins drunter. Und dann habe ich gedacht, boah, mega für Liana, schaut euch das an. Das sind jetzt wieder so Scharniere, wo man üben kann, und das liebt Liana, wo man üben kann, auf und zu machen, ne? Und verschiedene. Hier ist so ein Scharnier. Ja, das ist bei uns im Gartentor, wo man so hochheben muss und rüberschieben muss. Hier ist so ein, wie früher, kennt ihr das noch? Meine Oma hatte das, glaube ich, an der Tür, so ein Schloss, wo man zusätzlich die Tür verriegelt. Ja, also so verschiedene Dinge, die man halt auch wieder auf und zu machen muss. Super für den Morgenkreis und auch eine super Übung zum Auf- und Zumachen. So, und jetzt kommt das, was meine Mama und mein Papa zusammen gemeinsam mit der Holzuhr schenken wollen. Und das fand ich auch eine echt super Idee. Und zwar ist das ein Webrahmen. Habe ich als Kind auch super gerne gemacht mit meiner Mama. Und da gab es einen Webrahmen mit Wolle schon dabei. Und meine Mama hat gesagt, sie möchte ihr das gerne beibringen. Dann können Liana und meine Mama einen Teppich weben gemeinsam. Genau. Okay. Bin noch nicht fertig. André kriegt die Krise, wenn er das sieht. Kleiner Kaufrausch. Ich kaufe nichts eigentlich für mich, also sehr selten, aber für meine Kinder, oh, für meine Kinder könnte ich einfach alles kaufen. Beide Kinder Paw Patrol Fans, ihr wisst's. Liantchen hat ja unglaublich viel Paw Patrol schon. Und hat neulich irgendwann mal so beim Spielen gesagt, ah, weißt du, Mama, den Marshall von der Super Paw Patrol, den habe ich noch nicht. Habe ich mir gemerkt. Und deswegen bekommt die Liana noch das Superfahrzeug von Marshall, mit Marshall natürlich. Noch was für Ben drin, zeige ich euch gleich. Wo habe ich jetzt das andere hin für Ben? Gleich nochmal suchen. Und jetzt kommt noch eins. Ah, das da ist ein kleines Set, was ich
wahrscheinlich wieder voll unnötig. Aber als ich Deko bestellt habe, um nachher das Wohnzimmer zu dekorieren, war das noch so als Vorschlag dabei. Und da ist eine kleine Krone mit einer 5 drauf. Eine Geburtstagsschärpe. Das ist, glaube ich, was für die Torte. Auch nochmal Happy Birthday. Und eine kleine Brosche oder eine Anstecknadel mit Perlen. Also das bekommt sie dann morgen einfach als Outfit, entweder um im Kiddy-Dome dann rumzurennen oder zu Hause. Genau. Und das da ist etwas, was sie mir irgendwann mal gesagt hat und was mir wieder eingefallen ist. Sie schminkt sich ja so gerne und sie schminkt halt auch gerne andere. Und die meisten haben aber keinen Bock, geschminkt zu werden, weil wir ja wissen, wie Vierjährige schminken. Und deswegen habe ich der Liana eine Puppe besorgt, die man schminken kann. Kann ich die jetzt hier überhaupt rausholen? Ich hole es mal so ein bisschen raus, dass ihr sie seht. Ich werde sie euch auf jeden Fall noch näher zeigen. Wahrscheinlich dann, wenn wir den Geburtstagsvlog machen. Es ist auf jeden Fall eine blonde Puppe, die man schminken und frisieren kann. Genau. Also nur so ein Kopf von der Puppe. Eine geköpfte Puppe. Genau. Ja, und jetzt kommen noch die Bücher und dann ist Lianchen durch. Das sind die zwei weiteren Bücher. Ich finde was Piratenschatz. Und ich finde was in der Schatzkiste. Das war's für Lianchen. Und Ben hat, wie gesagt, das eine Puzzle, weil die immer zusammen Paw Patrol spielen, habe ich für Ben den, ich glaube, es ist ein ultimativer, also auf jeden Fall heißt es Deluxe-Fahrzeug von Rocky. Und Benchens Hauptgeschenk. Ist ein Roboter. Das sagt er auch immer wieder, dass er mal einen Roboter will. Und das ist ein Roboter, den man programmieren kann. Er erratet Tiere, er wiederholt alles, was man sagt und er kann singen und tanzen. Mein allererster intelligenter Roboter. Genau, das sind die Geschenke zum 5. Geburtstag. Für Liana und für Ben. Aber ich überlege mir jetzt, glaube ich, noch 3-4 Sachen, die ich raushole und dann an Ostern schenke. Weil es schon wieder ein bisschen viel geworden ist. Aber ja, durch die Kooperation jetzt vielleicht auch, ne? Also, dass Hasbro was geschenkt hat und weil ich gerne shoppe. Ich gebe es öffentlich zu. Ich werde das jetzt mal alles einpacken. Stunden später, alles sehr unprofessionell eingepackt. Geschenke einpacken ist nicht so meins, aber ich habe es geschafft. Jetzt ist alles verpackt. Morgen kommt alles hoch ins Wohnzimmer. Und ich freue mich so sehr auf die Kinderaugen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen. Ich schreibe wieder alles, was ich finde. Alle Links sind in der Infobox. Und dann freue ich mich auf die Geburtstagsparty. Und ihr dürft euch auf den nächsten Vlog freuen. Bis dann. Tschüss.